Liebe Gemeinde, liebe Freunde des christlichen Zentrums Stuttgart, gestern Abend endete unser Gründonnerstag mit diesem Satz. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Jetzt ist ein neuer Morgen angebrochen, wir haben Karfreitag. Aber die dunkelste Stunde steht Jesus jetzt direkt bevor. Wir wollen uns an diesem Tag an Jesu Leiden, an sein Sterben erinnern. Das Opfer, das er für uns und für alle Menschen gebracht hat. Wie geht es Jesus damit? Wie geht es den Menschen damit, die dabei sind, die das miterleben müssen? Jeder leidet an diesem Ereignis. Jesus selbst leidet Unvorstellbares, aber er ist nicht allein darin. Er hat Freunde, er hat Familie, er hat Nachbarn, er hat Bekannte. Jedem von ihnen geht es unterschiedlich damit. Und doch sind alle davon betroffen. Manche schauen zu und fühlen sich gar nicht so direkt davon berührt. Andere geraten in Panik und wissen überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Jeder leidet anders. Dieses Leiden ist vielschichtig. Und doch steht nicht das Leiden und die Angst im Zentrum dieser Geschichte, sondern Jesus selbst. Und so ist es auch heute, wenn wir in diese Zeit hineinschauen, wollen wir nicht darauf schauen, dass ein Virus da ist und all diese Angst und Panik, sondern wir wollen heute auf Jesus schauen. Millionen von Menschen hat diese Geschichte berührt und ich glaube, sie hat uns heute auch was zu sagen. Und es ist die Zerrissenheit dieses Tages, dass wir heute nicht die Auflösung sehen, sondern dass wir aushalten müssen in diesem Leiden. Und doch hat es uns etwas zu sagen. Gleich bei Tagesanbruch, nachdem der gesamte Hohe Rat die führenden Priester mit den Ältesten und den Schriftgelehrten über das weitere Vorgehen beraten hatten, ließen sie Jesus fesseln und abführen und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester brachten nun viele Beschuldigungen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus noch einmal an ihn. »Hast du darauf nichts zu sagen?«, fragte er. »Siehst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?« Doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr. Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passafest einen Gefangenen freiließ, den die Juden selbst bestimmen durften. Damals saß ein gewisser Barabbas zusammen mit einigen anderen Aufrührern im Gefängnis. Sie hatten bei einem Aufstand einen Mord begangen. Als jetzt eine große Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und ihn bat, wie üblich, jemand zu begnadigen, fragte er sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester wiegelten das Volk dazu auf, stattdessen die Freilassung des Barabbas zu fordern. Da wandte sich Pilatus von Neuem an die Menge. »Und was soll ich mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt?«, wollte er wissen. »Lass ihn kreuzigen«, schrien sie zurück. »Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?«, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter: »Lass ihn kreuzigen!« Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen. Darum gab er ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Fassungslos. Jesus verlor seine Verfassung. Ausgepeitscht, geschunden, körperlich nahezu zerstört. Die römische Geißelung, das Auspeitschen war kein Kinderspiel. Wut und Hass, Spott und Verhöhnung, Überlegenheit und Machtmissbrauch steckten in jedem einzelnen Schlag. Zerrissenheit. Am Ende dieses Tages, da sollte dann der Vorhang im Tempel, die symbolische Trennung zwischen Gott und seinen Menschen,
von oben nach unten in zwei Teile zerreißen. An diesem Tag, da gab es noch eine andere Zerrissenheit. Die Zerrissenheit der Jünger, derer, die noch gestern Abend mit ihm zusammen am Tisch saßen und gegessen hatten. Die Zerrissenheit derer, die fast 3 Jahre ihn begleitet hatten. Jede, die seine Botschaft gehört, seine Zeichen und Wunder gesehen hatten. Sie waren auseinandergerissen, getrennt von ihrem Herrn. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich Ratlosigkeit breit machte. Ratlosigkeit und Trauer. Nicht nur bei den Jüngern, sondern auch bei denen, die ihm jetzt auf seinem letzten Gang nach Golgatha folgten. Jene, die Augenzeugen seines Martyriums waren. Ich denke an Johannes, den Jünger, der ihn liebte, oder die Frauen, die ihm gefolgt waren, um ihm zu dienen. Und so erleben auch wir, jeder von uns, Momente in seinem Leben, in denen wir ratlos, zerrissen und fassungslos sind. Ich habe uns eine Glühbirne mitgebracht. Sie soll ein Bild dieser Fassungslosigkeit sein, die einen Menschen, dich oder mich, oft unverhofft und schneller als gedacht ereilen kann. Eine Glühbirne, die, wenn sie nicht in eine Fassung geschraubt wird, an der Strom angeschlossen ist, nicht glühen kann. Die fassungslose Glühbirne kann ihrer Bestimmung nach nicht leuchten. Sie kommt ihrer Bestimmung nicht nach. Sie kann sie nicht erfüllen. Sie ist auf diese Fassung mit Strom angewiesen. Kann uns dieses Bild helfen? Kann es uns helfen zu erkennen, dass immer in den Situationen, in denen wir fassungslos sind, eine Zerrissenheit verspüren, dass wir in all diesen Situationen unserer Bestimmung eines sinnerfüllten Lebens nicht nachkommen können? Und wie kann uns diese Geschichte von Karfreitag, diese Geschichte um Jesus helfen? Die Geschichte, die zum Wendepunkt der Weltgeschichte wurde. In seinen Ringen im Garten Gethsemane ist Jesus der Antiheld. Da ist er nicht der Starke. Da ist er allzu menschlich. Da kommt er uns ganz nahe. In unseren Zweifeln, in unserem Ringen. Gerade dort wird Jesus erfahrbar. Gerade dort wird er uns in all unserer erfahrenen Schwäche unseres Lebens, in aller Ausweglosigkeit zum Vorbild. Im Johannesevangelium ist uns überliefert, was Jesus einmal seinen Jüngern gesagt hat. Er sagte, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Hier liegt der Schlüssel der Botschaft. Jesus bietet uns an, dass wir sein Freund, seine Freundin sein dürfen. Was er sich dafür wünscht, dass wir auf ihn hören. Und zwar nicht wie ein Diener, der Befehle ausführt, sondern wie ein Freund. Jesus will der Freund sein, der uns berät. Ein Freund, der mit seinem Ratschlag uns helfen möchte, es gut mit uns meint, sich das Beste für uns wünscht. In einem zeitgenössischen Lied heißt es, ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus liebt. Was sind die fassungslosen Momente deines Lebens? Jesus als Freund an deiner Seite kann dir eine neue Fassung für dein Leben schenken. Diese Erfahrung wünsche ich dir. Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus liebt. Mit dieser Erfahrung, mit diesem Ziel, lässt es sich gut leben. Auch in Zeiten voller Zerrissenheit und scheinbarer Fassungslosigkeit.
Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie ihm zu: Es lebe der König der Juden! Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihn zu huldigen. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Thank you.
mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung und von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden, auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von jedermann. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn retten. Der soll ihn befreien. Er hat ja Lust an ihm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat's für mich getan. Er hat's für mich getan. Er hat's für mich getan.